Herzlich willkommen zur fünften Folge Siebenrand Multiplayer ohne Felix diesmal. Ah, Multiplayer geht also doch ohne mich. So ist es also. Für dich geht Multiplayer ohne dich. Glück gehabt. Jetzt fährt er hier ohne Passagiere los, nur weil er 2 Sekunden zu spät gekommen ist. Also fährt er dann ja auch ohne Passagiere los. Ach, der darf nicht laden. Darf der nicht laden? Wessen, meiner oder deiner? Deiner. Der steht auf nicht laden. Ja, weil der von den Schienen gleich genommen wird. Den kannst du jetzt aber schon von den Schienen nehmen. Ja, der ist ja auf dem Rückweg dahin, wo ich ihn nur von den Schienen nehmen kann. Na, du kannst auf ihn draufklicken, klickst auf Details und kannst ihn ausmustern. Und dann geht er, wenn er leer ist, sofort von den Schienen. Und muss sich dorthin zurückfahren, wo er hin will. Oder muss. Nee, sowas mache ich nicht. Ich schicke Okay. ihn dahin, wo er jetzt hin soll. Genau, schön auch ordentlich Betriebskosten und dann ist das in Ordnung. So, also. Das hatte ich fertig gehabt. Achso, genau, ich warte ja jetzt eigentlich mehr oder weniger darauf, dass mein Betriebsgewinn mal so leicht ins Plus geht, dass ich vielleicht was investieren könnte. Dann gehen wir in der Zeit nochmal Felix Gaming angucken. Ja. Warum mich Ach so, angucken? ja. Du hast mehr als Stimmt. genug zu tun. Stimmt, da war ja was mit Poster. Ach, aber nö. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ich will keine Post machen, habe ich ja schon mal gesagt. Doch ja. Okay. Wohl besser, wenn das da sitzt. Nein, die Meldung will ich nicht. Ich will. Wildberg ist die größte Stadt. Dann fangen wir auch in Wildberg an. Bus 1 starten. Leonberg, Leonberg bist du. Schildach, Schildach bin ich. Na dann. Avilse. Da brauche ich noch zwei. So eins. Avilse zwei. Schildach. Fachreisung eins. Kutsche. Wieso heißt die Personenkutsche, wenn die Postsäcke lädt? Ist es bei dir oder bei mir? Bei mir. Okay. Bei dir wahrscheinlich auch. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass wenn du
Toll ist es auch. Na dann. Starten. Das kostet aber alles Geld. Man kennt ihn aus Neustrelitz, Neustrelkitz gemacht. Ich? Ne, ich. Aber ich habe auch noch ein I mit reingetippt, wie auch immer ich das geschafft habe. Okay. Moment, wo bist du gerade hergekommen? Wo fährst du bitte? Hundertzwanzig. Deine Züge fahren echt. Na gut, obwohl nee. Mit Meine Züge großem Gewinn fahren die auch nicht. geht, also der Übergabe zum Übergabepunkten, der aus Leonberg, also den beiden aus der großen Stadt und halt der alles wegtransportiert, die haben Gewinn, die anderen halt noch nicht, aber wenn die Kapazität oder die Nutzung der Kapazität größer wird, sollte das auch besser werden. Soweit zumindest die Theorie. Soweit die Theorie, richtig. Also ich habe letzten Monat zumindest schon mal einen Betriebsgewinn von nur noch minus 4.000 gemacht. Oder 4.1. Mal gucken, was wir diesen Monat hinbekommen. Man, der Zug hier fährt jetzt mittlerweile. Ups, der Zug fährt mittlerweile voll. Weil ein Zug kann ja mit Sicherheit 3.000 machen. Denke ich jetzt mal. Ja, 3.3. Jetzt. Das ist die billige hier, ne? Mit 90. Eventuell, ja. 168, 149, 104. Dann nehmen wir auch jetzt dann diese hier. Okay, warte mal. Ach so, das ist Akkumulator, ne. Rangierzüge. Fünfzehn Sackpost. 36 Sackpost. Eine große Auswahl haben wir eben nicht. Stilltag. Aha. Oder und der Personenübergabebahnhof noch.
Gut, neue Züge sind drauf. Posten sollte dann irgendwann demnächst auch mal kommen. Na dann. Ist die Frage nur, wie viel dann da kommt. Und das kann ich dir leider nicht sagen. Ob die ganzen Geschichten jetzt hier so ausreichen. Sieht das hier im Übergabebahnhof überhaupt aus? Will ich das wissen? Sieht gut aus, ist leer. Oder so gut wie leer. Problem an der ganzen Geschichte ist, bei mir staut sich jetzt erstmal alles, weil jetzt natürlich aus meinem Depot erstmal massenhaft an Züge hier rausfahren müssen. Oh du Kacke, was ist denn hier schon wieder los? Ey, das ist doch zum Kotzen. Was ist denn los? Leonberg ist total am Überfluten wegen dem tollen, der tollen Touristenattraktion, glaube ich, gefühlt. Kann natürlich durchaus sein. Sollst nicht laden, aber wo kommst du her? Du bist ein Personenübergabebahnhof Gerätteteil. Okay, letzten oder beziehungsweise vorletzten Monat war ich bei 4176 und diesen Monat bin ich bei 42 minus. Also das heißt, ich bin eigentlich schon mal relativ gut stabil. 4000, damit kann ich noch ein paar Monate überleben. Oder Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Was machst denn du an Betriebsgewinn bzw. Betriebsverlust im Monat? Habe ich doch gerade gesagt. Heißt? Wie hört sich jetzt? Sah doch eben gar komplett anders aus. Hast du vielleicht auf Ja drauf? Ich habe gerade auf Straße gedrückt. Ach so. Okay. Also wie gesagt, letzten oder vorletzten Monat 4176 und diesen Monat, bis mal letzten Monat dann 4211 minus. Okay. Wie sieht das bei dir aus? Bisschen größer, aber nicht so viel größer. Ich bin bei 25.000 minus, aber das sollte sich jetzt auch gleich regeln, theoretisch. 25.000 minus. Wie setzt sich das denn bei dir zusammen? Was hast du für Beförderung? Ja. 2.300. Bin ich bei 2,6. Okay, Einnahmen daraus. 46. Da bin ich dann bei 50,2. Betriebskosten bin ich dann bei 29.600. Ja, bei mir sind sie deutlich höher als 43. Weil meine Züge halt vermutlich mehr haben oder was weiß ich. Wie viele Züge hast du denn? Fünf. Ich habe auch fünf. Na gut, du hast jetzt die teureren Züge. Das heißt, das wird jetzt bei mir, weil du hast die schwarzen. Ich habe halt die ganz am Anfang immer gehabt. Diese, die grünen. Die hatte ich ja auch, bis ich gemerkt habe, dass ich die mir nicht erlauben kann, sondern bessere brauche. Richtig, genau. Deswegen, ich bin jetzt umgestiegen auf die. Moment. Du bist auf die schwarzen gegangen, ne? Ich Auf bin die B38. auf die, die auch rückwärts die Option haben, ja.
Ach so, dann bist du auf die 78er. Die mal. Okay, die habe ich nicht. Ich bin jetzt auf die BR76 gegangen. Die ganz rechte eigentlich. Die hat aber mehr Kosten als meine, theoretisch gesehen. Richtig, aber die Kosten, die werden wir jetzt diesen Monat zuschlagen. Deswegen, ich werde diesen Monat wahrscheinlich bei dem Betriebsgewinn höchstwahrscheinlich auch wieder so 10.000, 15.000 runtergehen. Aber meine ganz blöde Frage, ne? Warum hast du die 76er genommen? Die hat doch fast doppelt, die hat nochmal 50% mehr Kilometerkosten und hat nicht Das wirklich ist. bessere Statistiken. Also die 35? Nicht mal. 25 kW hat sie mehr Leistung. Hat dafür auch ein bisschen weniger Gewicht, aber hat die gleiche Höchstgeschwindigkeit. Die Übersetzung ist in dem Fall wichtiger. Und für die Übersetzung bist du gewollt, pro Kilometer fast 50 Cent mehr zu zahlen? Na dann. Das sind eigentlich im Endeffekt nur 5 oder 6 Passagiere, die ich jetzt mehr brauche. Aber ja, Was heißt, schauen wir mal. oder was sagt denn die Übersetzung hier aus? Deine hat 1,9421 und meiner 2,0021. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, das war einfach ein dummer Spruch. Weil es keinen Grund gibt. Ich bin ja einfach nur besser. Ja, ich weiß nicht, ob deine Übersetzung überhaupt besser ist oder meine, um ganz ehrlich zu sein. Ja, auch keine Nee, Ahnung. deine sollte besser sein, weil die wir ganz am Anfang hatten, hatte 3 zu 1 sozusagen. Also denke ich zumindest mal, dass die dann besser ist von dir, aber auch nicht viel. Aber ich seh, glaube ich, keinen einzigen Grund, außer vielleicht optische Gründe, deine zu nehmen. Meine ist theoretisch gesehen länger benutzbar, weil sie später außer Dienst gestellt wird. Und hat außer die paar Punkte bei Übersetzung ein bisschen weniger Leistung eigentlich fast bessere Statistiken, die zumindest aktuell besser sind. Also Kilometerkosten. Denke ich zumindest mal. Was hast denn du insgesamt im gesamten Spielverlauf bei Betriebsgewinn stehen? Einfach mal so rein aus Interesse. Also bei Jahre jetzt. Ja, da ist ja noch Muss ich nicht mal eins kurz hören. durch, ja. Minus 135.000. Oh, da habe ich 7000 mehr. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch bei knapp 21.000 im Moment minus. Signale arbeiten aber auch echt komisch vom Gefühl her. So, der Zug wird irgendwie angehalten durch einen Waggon, wo dann vermutlich einer drin steht. Achtung, rotes Signal, da kommt einer. So gefühlt zumindest halten die immer an. Und der andere Zug fährt genauso 3 mm vor seiner Nase durch. Also sieht zumindest so aus. Boah, Leonberg wird aber echt kritisch jetzt langsam, wa? Ja, ich bin am Überlegen, was ich da machen kann. Theoretisch gesehen muss ich den Zug jetzt reinholen und dann noch einen Waggon draufpacken. Welchen Zug? Der hier halt vor und zurück fährt irgendwo, was weiß ich, wieder rum cruise. Und ich müsste halt bei. Wobei, die fährt besser aktuell. Außer halt die zweite Haltestelle da. Also Also. es wird bei den. Ich nenne sie jetzt einfach mal Bushaltestellen besser aktuell, außer bei der zweiten bei Strang 3. Aber die Zughaltestelle wird halt nicht wirklich leerer. Aber wenn die Bushaltestellen leer sind, sollte die Zughaltestelle im gleichen Schritt auch leerer werden irgendwann dann. Richtig, das Einzige, was bei dir im Moment voller wird, ist der dein Hauptbahnhof. Echt jetzt? Och nö. Der wird gerade richtig schön voll, weil du kriegst deine Passagiere mittlerweile schon beim besten Wind, weil du hast jetzt da schon zwei Züge drinstehen zum Übergabebahnhof. Wildberg ist jetzt größte Stadt, ganz knapp vor Leonberg. Aber Leonberg hat ein deutlich größeres Wachstum. Hast du da auch irgendwas Besonderes drin stehen in der Stadt bei dir? Bei Wildberg? Ich habe nirgendwo was Besonderes drin stehen. Du hast sie alle. Du hast 3 Passagier, 2 Post an deinem Übergabezug, ne? Aktuell ja. Weil ich nicht weiß, aber ich brauche es eigentlich nicht. Ach ne, das ist gleich die Übergabe zu, das war der Schild.
111 von 180 Passagieren geladen und 0 von 72 Post. Also, es ist wahrscheinlich jetzt erstmal wieder massiv überdimensioniert. Du hast dir aber auch richtig gegönnt da, ne? Ja, ich habe es überall reingemacht, damit ich da jetzt erstmal nicht Also großartig wieder umbauen muss. ich muss schon sagen, deine Sachen sind an manchen Stellen sehr interessant gebaut, so. Also du hast ja den Großteil der Sachen schon von den Straßen und so, so weit ausgebaut, dass da halt kein Gebäude mehr hingehen kann, zumindest bei den Haltestellen. Dass du da halt später deine Bushaltestellen hinterstellen kannst. Und hast auch schon für die Zugbahnhöfe das ausgebaut sozusagen. Müsste nur noch irgendwann halt der Bahnhof rüber. Aber aktuell brauchst du sie ja nicht. Zumindest bei den meisten Richtig, und Stellen. ich baue da halt nur die Straßen hin, weil diese Bahnhöfe oder diese Rostocker Tore sind das, glaube ich, heißt nicht Rostocker Tore? Ja, weil die kosten unglaublich viel Geld, was Instandhaltung betrifft. Ich glaube, ein Rostocker Tor kostet 200 im Monat und eine Station von den Passagieren kostet auch 200. Also pro Stationsfeld wirklich 200. Und das wird sich halt sowas von schnell, wird das halt teuer. Was ist denn die maximale Kapazität für so eine Haltestelle? Kann man das irgendwo sehen bei Details oder so? Draufdrücken. Ah, da, Lagerkapazität, 3000 irgendwas, okay. Nee, also ein Rostocker Tor macht 160. Aber mein Bahnhof hat aktuell 3072, der wichtig ist. Richtig, genau. Also wie gesagt, ein Rostocker Tor 160 und ein Stationsfeld Bahnhof auch 128. Und dann hast du halt da eine Gesamtkapazität von dementsprechend 3072. Und mein Hauptbahnhof hat 1536. Yippie-yay oder so ähnlich. Aber wieso kommt denn hier absolut überhaupt gar keine Post? Es wird keine Post mitfahren, ne? Was fängt das wieder an? Felix, Passwort eingeben. Null Post. Was ist da los? Das heißt, Post bringt eigentlich überhaupt gar keine Kohle, weil. Ich weiß auch nicht. Das ist meiner. Was? Achso, du hast die Nachricht gar nicht gelesen. Welche Nachricht? Dass mein Zug das Depot erreicht hat. Ja, siehst du doch, ist gelb. Also ist Dings. Wenn da die Schrift blau wäre, dann wäre es meiner. Aber kann man es ignorieren? Aber sonst hast du es auch immer mit vorgelesen, so halb. Naja, wir sind aber Leute. leider am Ende der Folge angekommen. Okay, haut rein, bis nächstes Mal und tschüss. Tschüss.